Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen aus Düsseldorf. Ich bin bei K&M Computer in Düsseldorf und die haben meinen neuen PC zusammengestellt und den werde ich euch jetzt mal zeigen. Kommt mit. Dann zeige ich euch jetzt mal, was in den Commander Krieger PC eingebaut worden ist. Erstmal nehmen wir uns hier in Intel i7 7700K und packen den auf den Tisch. Als Mainboard haben wir uns für das Maximus 9 Formula von Republic of Gamers entschieden. Grafikkarte darf natürlich nicht fehlen. Was nehmen wir denn hier? Die AOG Asus Strix GeForce GTX 1080 Ti. Passt da rein. Als Festplatte nehmen wir die Corsair MP500 in der M2 Version mit 84 GB. Aber als Speicher darf natürlich auch nicht fehlen. Da nehmen wir Dominator Platinum 32 GB. Rein damit. Ein cooler PC muss natürlich auch gekühlt werden. Mit der Corsair H100 IV2. Damit man das Ding auch mit Strom versorgen kann, nehmen wir noch hier von Corsair das HX850i mit. So, dann sind wir eigentlich mit den Komponenten. Wobei, habt ihr noch eine geile Soundkarte? Die Strix Weight DLX bauen wir auch noch mit ein. Dann zeige ich euch jetzt, was wir alles zusammengesucht haben. Und dann zeige ich euch gleich das Gehäuse. Und wie das Ganze dann in einem 570X aussieht von Corsair, das seht ihr hier. Einen neuen PC.